Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin jetzt im Auto mit meiner Schwiegermutter und Malik. Wir fahren jetzt in die Stadt, denn ich muss mir meine Nägel machen lassen, Leute. Die sind extrem rausgewachsen. Und das und danach Kaffee trinken oder so. Auf jeden Fall nehme ich euch heute und morgen mit. Ich möchte auch morgen ins Action und die Sprühfarbe holen, um die Bilderrahmen einzusprühen. Und ja, viel Spaß mit dem Vlog. So Leute. Meine Nägel sind fertig. Ich habe die so gemacht mit einem Herz. Ich finde, die sind richtig, richtig schön geworden. Jetzt sind wir mit meiner Schwiegermutter im Sinnleffers. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Also ich weiß nicht, ob es das überall gibt, aber hier sind so ganz viele Marken vertreten. Das ist so wie bei Kaufhof. Meine Schwiegermutter sitzt in der Kabine und probiert ein paar Sachen an. Malik ist eingeschlafen. Und mal gucken, wie ihr das alles so steht. Mein Outfit für heute. Teile. Es ist jetzt schon relativ spät, wir haben 10:30, aber Leute, bitte, ich habe unser Stativ nicht gefunden. Guckt euch diese Konstruktion an. Nur damit ich mein Handy und die Kamera da abstellen kann, habe ich mir jetzt ein Stativ gebaut, denn ich wollte gutes Licht, wenn ich hier gleich aufnehme. Ja, ich finde, das Licht ist eigentlich ganz gut. Ich habe bei Shein bestellt, eine große Bestellung. Und ich werde euch jetzt die Sachen einfach alle mal so ein Try-on holen. Ich habe den größten Teil aus der normalen Abteilung bestellt, nicht aus der Umstandsmode, aber ich habe, glaube ich, auch was von der Umstandsmode. Ich wünsche euch auch viel Spaß. Ihr findet in der Infobox und auch dann hier im Video einen Code, den ihr gerne nutzen könnt. Und ja, fangen wir an. Leute, es ist ein neuer Tag und ich mache mich gerade fertig, weil wir mit Malik gleich zum Action fahren werden. Ich möchte Sprühfarbe kaufen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich matt oder glänzend nehmen soll, aber ich glaube, ich nehme matt. Meine Haare werde ich einfach hier vorne so zersträhnen lassen und dann mir ein Dutt machen, weil, ja, reicht. Auf jeden Fall gestern war mit meiner Schwiegermutter shoppen. Ich habe nichts gefunden. Aber sie hat ein paar schöne Teile für sich gefunden. Und Leute, wenn man sich ready gemacht hat, zu guter Letzt, das Wichtigste ist Parfüm. Denn ich fühle mich ohne Parfüm einfach nackt. Ich weiß nicht, ob das bei euch genauso ist. Ich kann nicht aus dem Haus gehen, wenn ich mich nicht eingesprüht habe. Und in diesem Sinne möchte ich euch eine Marke vorstellen. Und zwar ist das Payfury. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, aber es ist etwas Geniales. Und zwar bietet Payfury eine Parfümmitgliedschaft an. Das heißt, ihr
macht diese Mitgliedschaft und dann bekommt ihr jeden Monat einen Duft zugeschickt. Und das Beste daran ist, das kommt in so 8 Milliliter Flaschen an. Das heißt, das reicht euch so einen Monat und dann könnt ihr den Duft testen, denn das sind Testgrößen. Hierzu möchte ich sagen, das sind keine Dupes oder Fakes, das sind wirklich Markendüfte. Und ich bin zum Beispiel ein Mensch, der sehr gerne Düfte miteinander mischt. Und wenn man dann den großen, originalen Flakon holt, wird das mit der Zeit wirklich sehr teuer. Und man kann sich das auch nicht immer leisten. Und da könnt ihr euch wirklich so kleine Testgrößen bestellen. Und in der Mitgliedschaft kriegt ihr dann halt jeden Monat ein. Dazu möchte ich sagen, ihr könnt nach dem zweiten Monat auch kündigen. Also das ist jetzt keine Abo-Falle. Und ihr bekommt auch so ein Case gratis dazu bei eurer ersten Bestellung. Und das ist auch perfekt für die Tasche. Ich habe mir 3 Düfte ausgesucht, Leute. Und ich habe mir die selber ausgesucht. Und zwar habe ich mir die Duftnoten angeguckt. Ich weiß ja so, in welche Richtung ich das mag. Und diese 3 Düfte haben mich angesprochen. Vor allem der hier, also der riecht einfach nur so, so gut. Das ist der Ebra Pura. Es gibt wirklich eine riesengroße Vielfalt an Düften bei denen. Die haben über 500 exklusive Markendüfte. Deshalb scrollt einfach durch. Ihr könnt auch mit meinem Code, den blende ich euch hier ein, 55% sparen. Und ich muss sagen, das ist einfach perfekt für jeden, der so gerne mal verschiedene Düfte ausprobiert und nicht direkt die große Flasche kaufen möchte. Und was ich noch sagen möchte ist, falls euch der Duft wirklich sehr zuspricht und ihr sagt, nach dem einen Monat, also ich würde schon sagen, dass, also einen Monat reicht das auf jeden Fall, dann könnt ihr euch auch auf der Seite den großen Flakon bestellen. Also wenn ihr sagt, ich werde auf jeden Fall diesen Duft jetzt öfters tragen, dann könnt ihr auch die große Flasche dort bestellen. Ihr könnt entweder euch die Düfte anschauen und dann die in den Kalender hinzufügen, dann kriegt ihr den jeden Monat zugeschickt. Oder ihr geht auf den Parfümfinder, da werden euch dann so Fragen gestellt, was ihr so mögt. Und dann bekommt ihr sozusagen eine Überraschung jeden Monat mit einem Duft, der zu euren Wünschen passt oder zu dem, was ihr halt so angeklickt habt. Und ja, wie gesagt, ich habe mich nach den Duftnoten orientiert, die könnt ihr nämlich auch anklicken. Ich muss sagen, es ist wirklich perfekt, auch mit diesen 8 Milliliter. Und es passt einfach in jede Handtasche. Und dann kann man schön den Duft ausprobieren, ohne immer so viel Geld auszugeben. Und so hat man wirklich immer was für so 1 bis 2 Monate. Kommt drauf an, wie viel man sprüht. Und hat das auch immer schön klein mit sich in der Handtasche. Und wie gesagt, schaut doch gerne auf der Seite vorbei. Hier ist der Code. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Stöbern. Wir fahren jetzt zum Action. Und heute ist der Tag der Tage. Es wird Sprühfarbe und alles gekauft. Ich hoffe, ich finde auch noch Füllkissen. Wir brauchen noch. Ich brauche noch Füllkissen für meine neuen Kissenbezüge. Und vielleicht einen Teppich und Tapete. Diese Holzpanel-Tapete. Mal gucken. Ich habe das Gefühl, ich werde 50% nicht finden. Aber fahren wir erstmal los. Wir sind wieder zu Hause. Ich bin im Action fündig geworden. Oh. Ja doch, ist gut. Also ich bin im Action zwar fündig geworden, Leute, aber ich sag mal so, die Tapete habe ich nicht gefunden. Und was wollte ich noch? Und den Teppich, den ich wollte, gab es natürlich nicht. Bevor ich jetzt ein Action mache, ich habe richtig Hunger und ich habe Aldi dieses Onigiri gesehen. Und ich wollte das schon immer mal probieren. Und deshalb machen wir das jetzt gemeinsam. Oh. Ich mache mir mal in so einen Teller ein bisschen Sojasauce, weil ich glaube, ich werde mir das so ein bisschen da rein dippen. Hm. Fünf von 10 Punkten. Nee, jetzt gleich kommt der Action holen. So, jetzt machen wir den Action Haul, was ich alles geholt habe. Wir haben mittlerweile 15 Uhr. Heute überspringen wir mal nichts Mittagsschlaf. Ich hoffe, das wird gut ausgehen. Ja, wir werden sehen. Also, als erstes habe ich 45x45 Füllkissen gekauft für meine Bezüge, die ich von Temu geholt habe. Ich habe die im vorherigen Blog gezeigt. Ich möchte das Wohnzimmer umgestalten und dementsprechend habe ich halt neue Kissen, Füllkissen gebraucht. Eins hat 1,99 € gekostet, aber
Ich bin gespannt, weil ich mag das nicht, wenn die Kissen so dünn sind. Vielleicht muss ich nochmal welche kaufen, immer zwei in eins reinmachen. Dann habe ich so ein Selfie-Stab gekauft, um Selfies zu machen. Oder also ich habe irgendwie meine verloren, ich hatte welche. Und ich FaceTime auch voll oft mit Freundinnen, während ich irgendwas mache. Und dann ist es einfacher, sein Handy irgendwo abzustellen. Dann habe ich Shampoo für Malik gekauft. Feuchttücher habe ich das erste Mal dort geholt. Ich bin gespannt, ob die gut sind. Aber ich benutze sie ja eh nur noch bei Malik so für Hände und so. Die heißen Baby Wipes Sensitive. Dann habe ich, ist auch schon offen, für Malik eine Zahnbürste geholt. Leute, diese Zahnbürste, da drückt man hier drauf und dann leuchtet die genau 2 Minuten lang. Und solange diese Zahnbürste leuchtet, muss man seine Zähne putzen. Mal gucken, ob das was bringt. Dann habe ich 2 dieser Körbchen hier geholt. Moment. Und zwar möchte ich die beim Wickeltisch hin machen. Das Gute ist, meine Wickelunterlage, die ist ja grau mit Sternchen. Und ich möchte ja das Zimmer hier umgestalten. Das wird ja ein Dschungel. Also nicht komplett Dschungel, aber es wird in die Richtung gehen. Es bleiben aber auch Wolken. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das kombinieren soll, weil Malik möchte seine Wolken gerne behalten. Also ein paar Wolken an der Wand. Und vielleicht mache ich das so, dass da oben der Himmel ist. Und der untere Teil wird weiß gestrichen und da kommen dann die Tiere hin. Keine Ahnung. Ich habe mir das noch nicht ganz so gut überlegt. Aber da Malik gerne Picasso spielt und die Wände hier überall voll gekratzelt sind, müssen wir auf einmal drüber streichen. Und deshalb habe ich die geholt, weil beim Wickeltisch, die sind halt babyblau. Und die werde ich dann für seine Spielkisten benutzen. Und dann werden das die neuen Körbchen für, um so Sachen fürs Baby reinzumachen. Dann habe ich 2-mal matte Sprühfarbe geholt. Ich möchte damit ja meine ganze Deko und also erstmal Bilderrahmen als erster Stelle möchte ich ansprühen, weil ich habe richtig viele silberne und goldene und ich kann es nicht mehr sehen und ich habe auch noch einen Dachbodenbilderrahmen, deshalb ich werde die alle einsprühen mit Schwarz oder das sind die, die ich brauche. Ich habe bei Temu richtig schöne Bilder und so bestellt. Ich weiß nicht, wann das ankommt. Und dann kann ich das auch alles schön einrahmen. Und dann habe ich auch noch richtig viel Deko, die so Gold ist oder keine Ahnung. Und dann kann ich die auch mir einsprühen. Dann habe ich halt schwarze Deko, weil warum soll ich alles von neu kaufen, wenn ich eigentlich alles da habe? Deshalb werde ich das versuchen. Ich habe erstmal 2 geholt, die waren noch im Angebot. Dann habe ich einmal Wäscheparfüm oder sowas geholt. Aber das ist auch nur für meine Wäsche. Dann habe ich dieses Fix and Go Anti-Falten-Spray geholt für Klamotten. Ich bin gespannt, wie das ist. Werde ich auf jeden Fall testen. Und 2-mal Mülltüten Bio. Und dann habe ich noch einen neuen Wäschekorb geholt, weil unser Wäschekorb ist kaputt an der Seite und da tue ich mir immer weh. Deshalb werde ich den jetzt auch gleich entsorgen. Und ja, ich lasse das jetzt erstmal hier drin alles, weil ich werde das ja jetzt noch nicht machen. Ich warte, kennt ihr das? Ich möchte gern alles auf einmal umdekorieren und nicht so, ja, erstmal die Kissen und dann die Bilderrahmen und dann der Teppich. Ich möchte es so an einem Tag, also wenn ich alles habe, an einem Tag auch alles umändern. Deshalb müssen wir jetzt noch auf die Sachen von Temu warten und ich muss noch den perfekten Teppich finden. Wir besprühen jetzt die Bilderrahmen. Ich habe jetzt 2 große. Hier ist der goldene. Oh Mann. Und dann habe ich noch einen von, als ich meine Silberphase hatte. Silber. Jetzt werden wir das auf dem Balkon machen. Ich teste das jetzt erstmal mit 2. Gut, dass meine Möbel kaputt sind. Weil ich werde das jetzt hier auf den Möbeln machen. Die werden eh vom Sperrmüll abgeholt. Und dann fangen wir jetzt an. Thank you.
Okay. Also es sieht gut aus. Es muss jetzt nur noch trocknen. Innen, das lasse ich jetzt Gold, weil das sieht man eh nicht. Und jetzt mache ich noch den silbernen. Jetzt nehme ich noch diese Griffe. Die waren einfach mal Gold, Leute. Guckt mal, wie das abgefärbt hat. Die waren von Amazon, vom Fernsehbord. Und die werden jetzt auch noch schwarz gesprüht. Wenn das jetzt schnell trocknet, dann kann ich auch die andere Seite noch machen. Wir sind wieder zu Hause. Wir waren den ganzen Tag unterwegs, unter anderem bei meiner Schwiegermutter. Ich habe die Bilderrahmen und so noch auf dem Balkon. Ich hole das jetzt mal rein. Und auch die Deko ist auf jeden Fall getrocknet und sieht gut aus. Ich lege das mal erstmal hier an die Seite, weil ich muss jetzt schnell auf den Dachboden was gucken. Und Malik will dann immer mit, weil er weiß, dass, guck mal Leute, ich habe auch so Dekoteile eingesprüht. Es sieht wirklich gut aus, mal gucken. Ich zeige euch das nachher ausführlich. Ich will nämlich auf den Dachboden gehen und gucken, ob Babyklamotten von Malik noch da sind, weil ich habe vorhin einen Karton runtergeholt und da war nichts drinnen, da stand aber Größe 56 drauf. Ich weiß, dass ich, als das Erdbeben war, sehr viel gespendet habe, aber ich habe in Erinnerung, dass ich auch ein paar Sachen aufgehoben habe und da war aber nichts mehr drin, deshalb muss ich jetzt nochmal hoch, weil ich habe nicht in Erinnerung, dass ich alles von neu kaufen muss. Ich dachte, ich habe ein paar Teile noch von Malik, deshalb gehe ich jetzt auf den Dachboden und gucke und danach zeige ich euch das Endergebnis, aber guckt mal, das war Gold. Da kommt, das ist so ein Deko-Ding, da ist noch so ein, ich muss mal gucken, für was ich das benutzen kann, aber es sieht schon mal schön aus. Ich sitze jetzt hier schon am Schnitt von diesem Video und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden, was die Bilderrahmen und so angeht, Leute. Es sieht wirklich richtig gut aus. Ich kann diese Sprühfarbe von Action bis jetzt weiterempfehlen. Ich weiß nicht, wie das sich auswirken wird später. So sehen die jetzt aus. Wundert euch nicht, innen ist noch Gold, aber man sieht das Innere ja eh nicht, wenn da das Bild drin ist. Hier sind auch die Griffe. Die sind jetzt gerade ein bisschen feucht, weil ich habe die gerade erst reingeholt. Und dann habe ich hier noch die Deko, die ich eingesprüht habe. Mal gucken, was ich die benutzen werde. Aber ich habe noch mehr, was ich einsprühen möchte. Und das ist halt diese Sprühfarbe in schwarz-matt. Huch, die waren übrigens sogar im Angebot diese Woche. Ja. Und jetzt schneide ich den Vlog. Und im nächsten Teil werdet ihr dann noch mehr sehen, denn ich möchte diese Wand tapezieren und so. Ich habe auf Amazon richtig viele Sachen bestellt. Und das werden wir dann in den nächsten Vlogs angehen. Also, wir sehen uns beim nächsten Video. Fühlt euch von mir gedrückt und macht's gut.